Seid mir gegrüßt zu einer weiteren Episode des Nocturnheimers Monolog. Bevor wir aber richtig anfangen mit dieser Episode, möchte ich euch noch auf was hinweisen. Und zwar im Sommer diesen Jahres wollen die Fallout Legends ihren eigenen Roman veröffentlichen. Wird dann auch bei ihnen im Handel verfügbar sein. Der dreht schon verplapperer zu Anfang. Schön in der Werbung. Nee. Wisst ihr Bescheid? Wie auch immer das verfügbar sein wird, geht mal zu den Fallout Legends rüber und fragt mal nach, wenn es euch interessiert. Ich meine, mich würde es auch interessieren, was dabei rumkommt, ne? Das erinnert mich auch nur daran, dass ich meine eigene Story auch gerne weiterschreiben würde. Aber nein, ich mache noch so vielen anderen Scheiß wie diesen Nocturne-Cast hier. Musik. Da komme ich auch noch zu. Und zocken. Und noch das, den ein oder anderen Scheiß. Naja, und Real Life wie Arbeit. Aber gut. Das dürfte ich auch mal ein bisschen runtertreten mit der Musik. Andererseits, nee. Hab doch da dies und das vor. Mal schauen, ob ich jemals... Ich glaube, ich bräuchte echt ein zweites Leben dafür, um all das reinzukriegen. Oder nee, zwei oder drei. Für all das, was ich hier vorhab. Aber gut. Dann fangen wir mit meinem Team an, die ich so gerne loslassen will. Dieses Jahr boomt eigentlich nur so vor Spiele und Musik. Es gibt auch ein paar Beispiele, die ich dann nennen würde. Oh, noch ein kurzer Einschub, Leute. Ich kann Dickerick endlich wieder spielen. Ich habe es zum Laufen gekriegt, indem ich jetzt Download nochmal von World of Gothic geladen habe und dann spiele ich damit halt über Spine. Jetzt kann ich halt die Spine-Erfolge nicht sammeln, aber ist mir egal. Ich kann Dickerick spielen, Leute. So, wie wollte ich euch gesagt haben. Jetzt zu den neuen Spielen. Diablo 4 läuft ja, ne? In Hochtouren, schon in Beta-Version und... Na? Bevor es dann am 6. Juni richtig an den Start geht. Und erst dann will ich dann anfangen zu daddeln. Ich war bei dem ganzen Beta-Termin überhaupt nicht dabei. Habe ich anderen den Vortritt gelassen. Und hab da im Nachhinein bei anderen reingeschaut. Ja, schaut's denn aus? Uiuiui, ich muss schon sagen, bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Szene, boah, hat's mich so ein bisschen gegraust, wie zum Beispiel, die Szene in der Kathedrale. Der eine Priester da am Predigen, ne? Und auf einmal kommt Lilith rein, wegen Sünde ist ihr Geburtsrecht. So war das doch, ne? Ich weiß es nicht mehr genau, so ein bisschen her. Aber auf jeden Fall. Uiuiui. Dann flogen die Fetzen und dann all die Leute da auf den Priester dann einschlugen. Gut. Meiner Seite auch, haben die es auch verdient. Nee, Und ganz komisch war, es hatte, ich glaube, in demselben Zeitraum dann, bei uns in der Nähe eine Kirche gebrannt. Ja, hatte irgendeiner ein Feuer gelegt, bloß. Was heißt bloß aber, ne? Was auch seine Motive waren, keine Ahnung.
Aber schon irgendwie merkwürdig. Also dann sehe ich Diablo und dann sehe ich das. Ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängen. Aber wer weiß. Was soll's. Jetzt mal so ein Thema. Nee, ein Spiel. Weiß ich nicht. Final Fantasy 16. Da war ich schon überrascht, was ich da zu sehen bekommen habe. Gut, ich muss sagen, ich habe das nie so wirklich ganz gespielt. Ich habe noch nicht mal ein Final Fantasy Teil durchgespielt. Crystal Chronicles hatte ich mal lange gespielt vielleicht, aber so ein Spin-off. Aber von den offiziellen Teilen? Ja, ich habe Nachholbedarf, ja, ja. Und jeder würde sowieso sagen, ja, 7 und 8. Ah! Ich knauser jetzt schon mit den Spielen und dann will ich hier mit den anderen Spielen anfangen. Oh Mann. Jedenfalls bei Final Fantasy 16, ich dachte, das wäre schon fast Elex. Es sah schon sehr postapokalyptisch aus und dann gab es auch wieder so Mittelalter-Fantasy-Sets wieder. Und das da wieder unter einem Hut, da dachte ich schon, das wird interessant. Aber gut, andererseits, da gibt es jetzt Spiele, die finde ich dann mehr interessant. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Auch wenn ich jetzt nicht sicher bin, was ich davon halten soll. Mit tausenden von Sachen, die man kombinieren kann. Auf einmal hat man mit einem Stock und einem Holzbrett eine Fliegenklatsche oder sowas. Ich weiß nicht. Also wenn das Spiel die ganze Zeit nur davon handelt, Items zu kombinieren, um, weiß ich nicht, um voranzukommen, weiß ich auch nicht. Es kann lustig sein, aber dauerhaft, nee. Aber krass ist schon mal, Ganondorf kehrt zurück. Nach, ja, könnte man eigentlich sagen, jetzt entweder nach 9 Jahren, wenn man das Spin-off mitzählt, Hyrule Warriors, oder halt nach 17 Jahren, wenn man von Twilight Princess ausgeht. Weil da hatte Ganondorf seinen offiziellen letzten Auftritt gehabt. Ja, als Bösewicht aus, in einem Zelda-Game. Ich meine, was kam denn danach so? Da kam jetzt, na, wie der Todbringer, der sieht halt so ähnlich aus wie Ganondorf. Ist er quasi der Ur-Ganondorf sozusagen gewesen in Skyward Sword. Tja. In Breath of the Wild, ja gut, da hat man halt gerne nochmal geklatscht halt in seiner Wildschweinform am Ende. Und da war es, weiß ich nicht, Ganon, die Verheerung Ganon in so einem, weiß ich nicht, in so einem Dämon halt. Hm, oder? Kann man schon so sagen. Jetzt, wo die Verheerung da gestoppt wurde, kehrt er in seine menschliche Form zurück. Hier kommt der wahre König! Das dachte ich mir auch schon. Bin mal gespannt, wie das dann aufgemacht wird. Ich habe jetzt nicht alle Trailer gesehen. Aber das, was ich gesehen hatte, die Stimme zu dem passte da echt. Ja, treffend.
Zumindest bei der deutschen Synchro. Bei der anderen weiß ich ja nicht. Sondern schwarz. Auf Minecraft, das 1.20er Update, da freue ich mich ja auch schon. Jetzt mit Archäologie, hängende Schilder und was weiß ich, was da noch alles für Goodies gibt. Neue Baumöglichkeiten, immer gern gesehen. Mhm. Und vor kurzem habe ich doch quasi meine Let's Show zu meiner Minecraft-Welt auf das von der Switch da gezeigt. Also beziehungsweise, es war ja die Switch-Welt, aber ich habe es ja auf dem PC aufgenommen. Ja. Auf jeden Fall, also da wird es nicht mehr passieren, sondern eher in meiner Java-Welt. Meine alte Welt, die ich jetzt bald 10 Jahre lang betreibe. Gut, mit einer großen Unterbrechung, deswegen war die Switch-Welt geboren. Wie auch immer. Da wird dann alles weiter gedeihen. Ja. Oh ja. Elder Scrolls Online, also weiß ich nicht, hätte. Hier nur wieder bin ich gewillt, wieder da einzusteigen, aber mich hält es da irgendwie eh nicht mehr lange da. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich da jedes Mal dazu abschreckt. Also ich kann auch irgendwie nicht durchziehen, so. Auch wenn jetzt hier mit dem kommenden Update, Necrom, das wieder interessant sein könnte, weil da wieder Hermaeus Mora, aka Hermann Fegelein, Hermann thematisiert wird wieder, also wieder in den Vordergrund gerückt wird. Und ich weiß nicht, ich mag den irgendwie. Der ist quasi so, ne? Der Horter des Wissens. In seiner, ne? Lovecraft-Form. Eigentlich bin ich ja nicht so der Lovecraft-Fan oder so. Oder habe ich damit so kaum auseinandergesetzt. Aber irgendwie gefällt mir dieser Abklatsch in der Elder Scrolls-Reihe. Und schon damals in Skyrim schon. Und ich finde, das ist der einzige, bei dem man sich richtig belohnt fühlt, irgendwie. Bei dem, was man macht. Ja, wobei. Mit dem Dämmerbrecher von der einen Tusse da kam ich ja eigentlich auch recht gut zurecht. Ne? Auch die Nahkampfwunderwaffe gegen Vampire. Habe ich letztens wieder privat festgestellt. Ist schon richtig effektiv einfach nur. Aha. Tja, auf jeden Fall. Also, ich. Bei der Gelegenheit vermisse ich auch irgendwie Miss Fuzzle. Oder wie sie sich da nennt. Von ihr sieht man schon gar nichts mehr. Habe ich auch schon mal versucht, hier ihr komplettes Let's Play anzuschauen, aber irgendwie. Ich habe ja noch schon einige offene am Laufen. Ne, Lady Luger? Das versemmle ich schon. Ich bin mal gespannt, Lady Luga, ja.
Weiß ja nicht, ob ich das letztes Mal schon erwähnt habe, aber... Ja, sie bekommt Nachwuchs. Ich erzähle euch das jetzt einfach mal. Weil ich mein, dürfte eh schon klar sein, schon seit einigen Monaten. Und ich denke, die wird noch ordentlich vorgesorgt haben an Parts von Black Desert. Reicht für die gesamte Elternzeit, wa? Nee, keine Ahnung, aber... Gut, soll ja eigentlich auch nicht meine Sorge sein. Aber hey, seid doch mal froh, wenn sich da einer Sorgen um euch macht. Ein bisschen miteinander hier in der kalten, trostlosen Welt hier. Sag ich. So. Jetzt habe ich mal genug die Spiele thematisiert. Kommen wir endlich mal in das größere Thema Musik. Oder was heißt da größer? Mein Kumpel Steve spielt seit letztem Jahr bei Maggot. Und dieses Jahr, also vor ein paar Wochen, haben sie jetzt eine neue Single raus. Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Warum eigentlich nicht? Zeit hätte ich ja jetzt. Ich merke schon, ich habe einfach so viel Gedankenchaos, als dass ich mich da zu irgendwas aufraffen könnte. Ich brauche Urlaub. Nee, aber Hauptsache, zu was ich kam... Foxy Venus, neue Single. Die aufstrebenden Glam-Metaller, Glam-Rocker, wie auch immer. Aus den Niederlanden. Ich dachte, die wären aus von der US. Bam, bam, bam. Hey, Nachbarn. Nee. Take my heart. Anfang lässt schon wieder... Ach ja, gute alte Zeit wieder. Erinnert wieder an die gute alte Zeit wie Mötley Crüe, Bon Jovi, Whitesnake. Gleichzeitig an die Hardrock der 70er. Deep Purple und so weiter, Rainbow. Was gab's so? Bunte Palette. Es wird langsam mit denen. Es wird auf jeden Fall langsam mit denen. Gut, die sind noch jung und sind auf jeden Fall noch ausbaufähig. Deswegen bleib ich da dran. Beobachte ich die noch eine Weile. Was heißt noch eine Weile? Also ich werde die schon noch... Ja, mal schauen, wie lange beobachten. So. Dann haben wir noch Sinestre, der quasi jetzt seit 5 Jahren jetzt sein Debütalbum da veröffentlicht kriegte. Oh Mann. 5 Jahre voller Ideen. Dann diese anderen Nebenprojekte, damit auf jeden Fall was lief. Und nun hat er sein Debütalbum raus. Gleichtitelig übrigens. Wie Sinestre, wie auch immer. Ach. Weiß gar nicht, wie man das ausspricht irgendwie. Also man sieht, sind schon einiges bei, wo was von meinem Interesse weckt. Geweckt hat. Jetzt kommt, ne? Für die weiteren Black Metaller unter euch. Oder die es mal waren.
Wer immer noch Immortal mag. 26.05. kommt das neue Album raus. Da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Ist so blöd, wenn ich mir nichts notiere hier, ne? Ich schreibe da einfach nur Band drauf und Album, Single, Album, Album. Bin mal gespannt, wie dieses wird. Also das letzte Album, ja, kann man sich anhören, aber es wirkte einfach zu viel, das schon recycelt irgendwie halt, ne? Dimonas als Sänger gefällt mir schon, ne? Und ich habe auch jetzt erst gecheckt, dass der jetzt alleine quasi führt und na, jetzt Session-Musiker hat. Für das Album, für das kommende. Da bin ich auch... Oh, entschuldige. Da bin ich allein schon gespannt, auch wenn ich jetzt gegähnt habe. Das war kein Langeweile-Gähnen. Und 20 Minuten reden und schon bin ich erschöpft, oder wie? Na, was soll's. Jetzt kommt das, was mich persönlich da wieder auch mehr anspricht. Sester. Der haut erstmal zum einen neues Album raus im Juni. Das wird aber wieder so eine Mixtur aus, gut, das wird jetzt nicht unbedingt Black Metal sein, aber so. So wie es früher klang, nur ohne Gitarre. Ohne E-Gitarre, ohne verzerrte Gitarre, wie auch immer. Wer weiß, vielleicht ist da auch wieder was mit Folk drin, zwischendrin. Bei dem einen Lied, was man reinhören konnte, klang es mehr so wie, oh, wie ich schon sagte, wie einem Depressive Black Metal Track ohne Metal. Also ohne Gitarre. Beziehungsweise, ja doch, das kann ehrlich schon, ne, sehr synthetisch, aber recht düster. Aber das sagte mir schon zu. Zumindest zu der Zeit, wo ich da reingehört habe. Passt auch gerade zu meiner Stimmung da. War ja noch Winter. Oder gerade zum Übergang in den Frühling. Es war noch grau, trist. War ja nicht so, als war ich auf der Arbeit. Nee. Und zum anderen haut er noch eine Compilation raus im Juli. Von Rehearsals. Also von ne, Probenaufnahmen von 97 bis 99. Also ziemlich viel neuen Stuff zum Hören. Gut. Zudem jetzt. Das war's. Nee, das war's noch nicht ganz mit neuer Musik. Ich meine, ich habe allein schon, ne, jede Menge rausgehauen jetzt in dem kurzen Zeitrahmen. Ein Album, eine Compilation. Aber bevor ich dazu komme, will ich noch was anmerken. Arthur, aka Drowsy, aka Mazed, gibt neue Musik.
Drowsy, also Arthur hat unter Drowsy ein neues Musikvideo gemacht, also das erste Musikvideo auch. Nee, Quatsch. Ein Musikvideo, sagen wir mal so. Beans. Also, falls ihr euch das mal geben wollt. Drehort war Köln im Übrigen. Mitunter war da Kaufland. War da Kaufland zu sehen? Auf jeden Fall irgendwelche Brücken. Der Friesenplatz war zu sehen mitunter. Hat für mich und meinen Kumpel Steve symbolische Bedeutung. Und für einige da. Für einige andere Leute auch, denke ich mal. Die so. Ja, wann war es? 2008, 2009 noch. Mit dorthin gingen. Mhm. Am Friesenplatz. Yep. Die Bastion, in der wir unterkamen, im Schutz der untoten Horden. Hat zwar auch so eine Berufsvorbereitungsdingen, aber extra für Autisten. Ja. Da ist die Katze aus dem Sack. Nein, April ist schon lang vorbei und ist auch kein Scherz. Auf jeden Fall, jetzt haut er noch mit Mazed ein Solo-Hardcore-Projekt, Slam-Hardcore, was auch immer. Irgend so ein Gedäh. Ja, ich weiß, ich verfolge seinen Shit immer noch zu sehr. Bin einfach zu neugierig. Wisst ihr, was wir jetzt machen, Leute? Ich gehe mit euch Track für Track jetzt hier, also bei beiden Veröffentlichungen, die ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, gehe ich mit euch zusammen durch. Fangen wir an. Sommer der Veränderung. Also. Sommer der Veränderung, das habe ich ja letztes Jahr schon geschrieben. Ja, da sind mir einige Sachen halt aufgefallen, ne? Es ist schon extremer als ohnehin schon der Zustand unserer Welt, unser Midgard. Dürre schlägt extrem an, ne? Und dann komme ich hier mit meinen Fantasien her. Das geht jetzt eigentlich schon ziemlich in die. Oh, wei. In die Intimsphäre. Ich meine, malt euch was darunter aus, was ich da geschrieben habe, von wegen. Lyriken wecken in einigen Frauen eine neue Kraft. Gleich Naturgewalten, sie könnten das Erdreich tränken. Midgards Natur wieder neues Leben schenken, ja. Ne? Jeder, der da ein bisschen Fantasie hat, der weiß, was ich meine. Gut, in die Ferne handelt. Von dem Urlaub von Mausi und mir eben. Ort habe ich schon im Text erwähnt. Der Satz: Mit den Regenwolken zogen wir gen Südosten. Wir durften von der Schönheit des Westerwalds kosten. Diese Zeilen sind mir schon während der Zugfahrt quasi eingefallen. Den Stress hier, den wir da erlebt hatten, also dass ich dann doch noch dazu fähig war. Hab mich schon gewundert. Weil ich ausgerechnet in solchen Phasen dann sehr kreativ werde. Das ist schrecklich eigentlich.
Naja, was soll's. Weil die Fahrten, also ich... Ich genieße echt jede Fahrt, die ich mittlerweile unternehmen kann. Das heißt, einfach mal... Damals konnten wir noch mit dem Auto umherfahren und jetzt können wir noch halt mit den Zügen umherfahren. Was soll das? Aber solange wir andere, ne, andere Landschaften sehen und wenn auch Tageszeit und Wetter passt, kann das schon ganz schön werden. So wie in dem Fall von Nymburk. Die Hinfahrt. Und wir sind schon zweimal jetzt dahin gefahren innerhalb kurzer Zeit. Verhältnismäßig. Dezember letzten Jahres. Also quasi über Julfest. Und einmal Mitte März zu unserem Jubiläum. Gut. Weiter. Mit dem Untergang, da kommen wir. Ist ganz klar an Skyrim angelehnt. Oh, jetzt kommen mal die Skyrim-Texte alle hier. Habe ich auf dem Album, sag ich mal, ja schon überwiegend gemacht. Sind ja noch zwei andere. Entschuldigung. Ich ups. Weiß nicht mal. Morgen. Jetzt spät. So. Also da wird quasi eigentlich nur, ne, die Haupthandlung erzählt, die Hauptkampagne so im Zusammenfassen. Die wichtigsten Ereignisse zumindest. Ne? Man kommt an. Man kann sich von der Exekution retten. Exekution retten. Beziehungsweise, ne, der Endboss hat ihn quasi gerettet. Wie auch immer. Und am Ende stellt man sich dem Endboss. Durch die Reise ins Totenland, Sovngarde, Valhalla, wie auch immer. Mhm. Ja gut, Feenweiher ist, ne, an Pokémon Legenden Arceus angelehnt. Ist echt einer meiner Lieblingsorte dort tatsächlich. Da habe ich auch recht viel gegrindet auf die Hoffnung, dass ich mal einen Shiny Roselia kriege, das ich bis heute noch nicht habe. Verdammte Hacke. Sonst krieg ich diese Kletter immer so schnell. Aber diesmal scheint es wohl zu reichen. Na ja gut. Abschalten am Piratenstrand. Gothic 2. Nacht des Raben. Darauf angelehnt. Ja, einfach vor, das wäre... Ich wäre... Könnt sagen, im fünften Kapitel wiedergekommen und würde da einfach mal chillen, wollte ich schon sagen, aber ne, da entspannen halt. Ja, Jalira Blutmond ist eine Freundin von mir. Halt bloß, ne? Und warum Wolf? Spielt gerne in World of Warcraft. Eine Varg. Beziehungsweise hat sie ja schon lange nicht mehr gespielt. Aber zu der Zeit, wo ich sie schon kennenlernen durfte, hatte sie das inzwischen drin auch. Eigentlich ziemlich wenig miteinander zu tun. Aber in letzter Zeit ist es halt so...
viel mehr geworden. Seit letztem Jahr feiere ich irgendwo. Das vergessene Dorf. Twilight Princess darf einfach nicht fehlen. Es darf einfach nicht mehr fehlen, finde ich. Ich glaube, das ist in den letzten Alben schon... Ach nee. Na doch, auf Saga weiß ich jetzt gerade nicht. Guck mal gerade nach. Saga. Ja, auch gut. Auf Saga war jetzt nichts mit Twilight Princess. Auch wenn der Titel Heiliger Hain was anderes vermuten lässt, ne? Aber das ist auf was anderes bezogen. Real Life. Na gut, dann wird es ausnahmsweise mal. Gut, seit Saga habe ich jetzt draus gelernt. Twilight Princess muss einfach drin sein. Gut, auch wenn es irgendwann nichts mehr zu schreiben gibt, dann. Gerdur. Skyrim Track. Ja, also das, weiß ich nicht, das hat mich schon mitgenommen, also das Ereignis. Ich komme im Flusswald an, kommt ein Blutdrache an und legt erstmal das halbe Dorf nieder. Na? Im Eifer des Gefechts, weiß nicht, und als ich ein anderes Mal wiederkam später, ein Kurier, oh mein Beileid. Was? Gerdur ist tot. Was? Da war ich aber echt baff dann. Die war sonst nie bei mir gestorben. Und jetzt auf einmal? Ja, ist schon, finde ich schon irgendwie krass. Klar, man hat mit der eigentlich kaum noch zu tun dann. Seitdem man dann, wenn man mit Ralof geht. Am Anfang, ganz am Anfang, nach Flusswald. Und danach halt nicht mehr, ne? Aber trotzdem hat es mich dann schon irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie traurig gestimmt. Trotzdem. In Ruinen. Ah, auch nochmal ein Twilight Princess Track. Das wäre es auch, ne? Der Heilige Hain eben bezogen. Und manchmal habe ich so Tage, wo ich da das Spiel anwerfe, Twilight Princess. Und stehe halt in irgendwelchen Gegenden herum. Und stehe ich halt da und denke halt nach. Mach halt anderen Scheiß nebenher. Einfach nochmal, um das Spiel nochmal im Hintergrund quasi nochmal zu sehen. Ja. Wie zum Beispiel im Heiligen Hain. Und, ne? Das ist quasi wie Kurzurlaub. Der allererste Speicherstand existiert auf meinem GameCube immer noch. Mit über 260 Spielstunden. Inzwischen hatte ich ja immer noch um die 60 Male plus angefangen. Und zwei oder dreimal auf der Wii. Zweimal auf der Wii oder dreimal. Aber GameCube, ne, da hält's mich schon eher. Schlechtere Grafik, aber halt nostalgischer. Ja, Falkenring, ganz klar, Skyrim. Und Falkenring, einer meiner Lieblingsorte, ist auch.
Und ich quasi da in der Nähe immer mein Zuhause dann errichte. Sowohl hier in dem Let's Play als auch im privaten Noctura Northblade. Gut, mit anderen Charakteren probiere schon mal was anderes aus, ne, klar. Edel wie die Esche. Yep. Auch wiederum eine Freundin von... Ja, von Mausi und mir jetzt in dem Falle. Weil Jalira Blutmond kennt Mausi jetzt nicht persönlich. Im Gegensatz zu, ne? Esche. Da wird sie einfach mal Lobpriesen. Lobpreiset die Esche. Das Reich des Schattenengels ist quasi noch einer Freundin, wo ich mit ihr Minecraft spiele. Das Handeln von den, ja, von den wichtigen Erlebnissen bis dato. Stillstand ist, ja, das... Manchmal habe ich so Momente, wo ich am liebsten einfach nur abschalten will. Einfach mal so mittendrin. Einfach mal nichts tun, einfach mal alles auf mich wirken lassen. Einfach mal die Gegend um mich herum auf mich wirken lassen. Irgendwelche Pflichten? Scheiße ich jetzt drauf. Ich bleib einfach mal stehen jetzt. Das hatte ich nämlich, na, wie ich schon im Text beschrieben habe, einfach mal so mitten auf der Straße da in der Ortschaft dann stehen, die Sonne auf mich scheinen lassen, überall mich umzuschauen, setz mich mal auf die Verkehrsinsel. Für diesen Moment der Norm entgegen, ne? Werden zwar einige doof gucken, aber scheiß drauf. Naja, das war schon mal zu Sommer der Veränderung. Jetzt haben wir noch Erinnerungen. 2023. Gut, da gehen wir die alten Tracks auch nochmal durch. Das war ja ursprünglich 2018 ja aufgenommen. Letztens schon erwähnt, aber jetzt nochmal, so ein, das habe ich jetzt halt neu aufgenommen, wegen dank neuem Mikro, und ich war sowieso selber neugierig, wie das klingen würde, und ja, Dauer vom Album fand ich ja insgesamt so ein bisschen wenig, halt 35 Minuten, während die anderen, na, um die 55, 56 Minuten da sind. So wie jetzt hier die letzten beiden auch. Naja, auf jeden Fall. Morgensonne war. Bin halt, ne? An einem frühen Morgen, einem frühen Herbstmorgen irgendwo hingefahren. Und es war halt eine schöne Aussicht. Wir fuhren so quasi auf einem Hügel entlang und ich blickte halt rechts runter in das Dorf in einem Tal. Ging recht runter. Das sah halt super aus. War halt benebelt dort unten. Die Morgensonne schön, das war wolkenloser Himmel. Herbstblätter. Haben wir schön gestrahlt, goldenbraun. War top. Na gut. Der Blutmond. Element von vielen Spielen, aber in dem Fall auf Breath of the Wild Zelda bezogen, ne? Nacht des Scavenger. Grüße gehen raus. Damit, ne?
habe ich versucht, na, die Erinnerung nochmal aufzuleben, als besagter Scavenger mir Gothic da nahegebracht hatte. Da war er, ne? Er ist im neuen Lager gestartet. Ich glaube, viertes Kapitel war der. Ja, der war viertes Kapitel. War mit einem Level 19 Charakter. Ich glaube, der war der Templer. Mit einer Einhandachse, wenn ich mich so richtig erinnere. Der ist da halt zum alten Lager gegangen. Der nahm den Umweg unter der Brücke durch, da am Flussufer entlang. Klatsche da die schwarzen Goblins, Varane und Lurker um. Auf dem Rückweg da noch Scavenger. Ein Scavenger vor Milton. Ah ja, zwischendrin hat der. Naja, ich sag mal, der mittelälteste Bruder hat ein bisschen rumgespinnt. Jetzt zieht er an den Kabel, Philipp. Ich nicht. Doch, du ziehst dran. Ich sehe das doch. Nein, ziehen würde so aussehen. Ja, das passiert die ganze Zeit. Auf einmal geht der Bildschirm hoch. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Guck. Ach ja. Ein Kappelein von damals. War schön. Na gut. Seelenbalsam. Ja, auch wieder eine andere Freundin. Hat mich einmal besucht. Hat nochmal über alte Zeiten geredet. Heimwärts im Mondschein. Das war quasi meine Nacht. Da bin ich quasi von Twilight Princess. Von Hajostadt aus. Westausgang benutzt und dann heimwärts gelatscht. Über die Ebenen von Hyrule. Wald von Firone. War so einfach mal so rumgeguckt und sowas bleibt mir in Erinnerung. Tja, dann hat es auch verdient, niedergeschrieben zu werden, ne? Talhain, das ist, ja, zwischen meinem alten Wohnort und einem Nachbarort, wie schon gesagt, so einem kleinen Waldstück. Ja, da stand eine Hütte und ist ein eigener Teich. Da hatte mal bis vor kurzem, glaube ich, jetzt einer noch, was heißt gewohnt, oder zwischendrin halt mal. Ich glaube, Schilder ist schon ab. Scheint jetzt keiner mehr zu besetzen. Wie ich letztens festgestellt hatte vor... wann war das? Letzte Woche? Kann das? Ja, letzte Woche kommt hin. Letzten Montag. Ja, auf jeden Fall habe ich mir Blasen im Fuß gelaufen. Naja. Nee, das war schon schön. Besuch. Ja. Auch wieder was Persönliches. Kam schon, ne? Entweder mein Cousin oder ein paar Kumpels an. Wir hatten dann da halt gedattelt und so weiter. Müsste ich auch mal so ein bisschen umschreiben. Eigentlich auch schön. Erlösung, ja. War halt schön. Na, das Schönste an der Schulzeit, an meiner Schulzeit war die Freizeit. Und immer an einer bestimmten Stelle der Busfahrt, da fühle ich mich quasi wie erlöst. Weil dann die meisten Leute schon weg waren und mir keiner
mir keiner auf den Nerv gehen konnte. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ist da jemand mitgefahren? Also, die führt übrigens auch einen Podcast inzwischen, habe ich herausgefunden. Das kann ich nochmal in einem anderen Mal ansprechen vielleicht oder so, oder verlinke es euch. Fernweh? Ja, das ist, ne. Manchmal habe ich sowas. Wenn ich quasi jeden Tag dasselbe mache. Aber gerade wenn ich arbeiten bin, dann oder irgendwelche anderen Pflichten nachgehe, dann kommt die Fernweh schon eher, als wenn ich jetzt meinen Hobbys nachgehe. Aber manchmal auch da. Weißaugengebirge, ein Ausnahmetrack jetzt mal, ausnahmsweise Arcania. Das verhasste Spiel. Was kein Gothic ist. In vielen Leuten. Für mich irgendwie trotzdem lustig, weil da einige lustige Charaktere mit bei waren. Richtig? Naja. Ich bin der Knecht Rauter. Die wollen mir an den Zipfel, richtig? Keine Frage. Ich kann die Räuber abschlachten. Wenn du mir jetzt noch einen Humpen mitbringst, dann muss ich dich verdammt nochmal heiraten, richtig? Egal. Eiskronenzitadelle, jetzt zu den neueren Liedern auf Erinnerung. Ja, es durfte auch mal, ich finde, ich war der Meinung, etwas aus einer Ära, an die ich eigentlich gar nicht mehr so wirklich denken will, auch trotzdem manchmal tue. Und obwohl das eigentlich schon auch schon eine coole Ära war. Nur zum Ende hin nicht mehr. Damalige Ex eben. Bei ihr WoW über den Rücken geschaut. Wo sie mit ihrer Truppe da eine Eiskronenzitadelle geraidet hat. Im 25er. Softcore hatten sie verbracht und dann haben sie Hardcore versucht. Auch schon, ne, mal zu mal. Warte mal, ich trinke erst gleich was. Nee. Auf jeden Fall war das schon spannend, dazu zu schauen. Manchmal, und gerade als es dann geschafft war, als die Truppe das erste Mal auch geschafft haben. Hatten wir schon gefeiert. Gut, auch wenn die einen meiner Lieblingscharaktere gekillt haben. Arthas. Ja, und sowas will ich in meiner Story auch noch verarbeiten, auf jeden Fall. Komisch, dass das eigentlich eine coole Ära war, irgendwo nach meiner Lieblingsära, die ich am meisten nachtrauere. Egal. Morazul. Ja, Gothic 3. Aber da habe ich auch schon eher die Sichtweise von dem mittelältesten Bruder von Scavenger ausgeschrieben. Quasi Tag des Matten Harry oder Matten Harry. Wie auch immer. Matten Harry. Boah, ich kann schon nicht mehr reden, ne? Wird Zeit.
quasi, was er in den 5 Stunden, die er da, dich da mit zugucken konnte. 5 waren eigentlich mehr. Aber ich hatte halt nur die 5 Stunden in Erinnerung. Komischerweise. Hat bei Morasul rum. Deswegen hat Morasul auch bei meinen Let's Plays so eine symbolische Bedeutung. Na gut, Siro, die Ille Morgenschein. Weiß noch zu Anfang, als ich Oblivion gespielt hatte, bin ich manchmal einfach nur rumgeeiert. Ne? Ja, sei es auch zum Levelzwecken oder so. Hauptstories oder überhaupt Quests habe ich ja so gar nicht beachtet, aber. Weiß nicht noch, da hatte ich. Ich komme jetzt. Bravil? Von Bravil aus oder von dem Dorf weiter im Süden aus, da bin ich immer so von einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube 2 Uhr nachts oder so, dann hergelatscht, weil man früh morgens dann Richtung Kaiserstadt ankam. Das war eigentlich schon eine super Aussicht dann. Aber hier in dem Text habe ich nur geschrieben, wie ich da auf der Brücke, auf der großen Brücke stehe im Südosten und da die Morgensonne auf mich wirken lasse. Oasenstadt, nochmal Breath of the Wild. Ja, die Gerudo-Stadt, die hat mir auch sehr gut gefallen. Optisch. Das, und gerade bei Nacht. Deswegen verdiente sie auch schon einen Platz in meinen Liedern. Musste einfach mal gelobt werden. Und wo ist die Zeit hin? Ja, da gehe ich meine Erinnerungen durch mal wieder. Oder fasse ich da meine Erinnerungen zusammen aus der Ära 2007, 2009. Oder ich gucke mal extra nach. Ja. So ist das. Das war schon mal von meinen Veröffentlichungen bisher. Ach, und wenn ihr von mir noch einen Tipp wollt, einen Geheimtipp. Bisher meine Top-Neuentdeckung in diesem Jahr bisher ist Wildunterwerk mit dem Album Wimbulvetre. Das ist schon, ne? Kann echt schon sagen, hier Thrash Metal, wie ich es gerne haben würde mit den Wikinger-Themen. So wie das irgendwie kaum ein anderer gemacht hat. Warum auch immer hier Tags Black Metal und Swedish Death Metal draufstehen, obwohl das halt mehr, ne, wirklich Thrash Metal ist. Na gut, Boys, haben wir eine knappe Stunde hier gequatscht hier. Na gut, für die 10. Episode kann man das auch schon mal so stehen lassen. Finde ich gut. Also dann. Ich gehe dann in meine Pause und man hört sich in einer der anderen Episoden, in der nächsten Episode von des Nocturnheimers Monolog. Bis dahin, Leute. Macht's gut.